Hallo und herzlich willkommen zurück in der Disaster Area zu einer neuen Folge Mindmod. In den letzten Episoden haben wir schon darüber gesprochen, was es so grob an Dinge gibt, warum Speedrunner da so einen großen Einfluss drauf hatten. Aber jetzt wird es Zeit, konkret zu werden, denn in der letzten Folge haben wir auch über Rennen gesprochen. Und was ist ein Rennen ohne ein Ziel? Und deswegen geht es in dieser Ausgabe erstmal nur um Rennen. Und ich möchte euch ein paar Ziele vorstellen, die darüber hinausgehen, einfach nur das Ende des Spiels zu erreichen. In der letzten Folge haben wir auch über Bingo und Randomizer gesprochen. Die kann man natürlich gut mit in Rennen einarbeiten, wie ich da ja auch schon gesagt habe. Aber die werden jetzt hier keine Rolle spielen. Aber denkt sie euch einfach dazu, weil sie ist natürlich auch eine gute Möglichkeit, um kreative Renn-Conditions herzustellen. So, und natürlich bin ich ein riesen Dark Souls-Fan und Akira ist ein riesen Dark Souls-Fan und wir mögen alle Dark Souls und ich habe ja schon davor gewarnt, dass es hier immer sehr viel Dark Souls geben wird und deswegen steigen wir auch direkt mit Dark Souls ein, aber keine Sorge, es gibt natürlich auch andere Sachen. Das allererste, was Akira und ich mal gemacht haben, ist ein Dark Souls Boss Race. Das war explizit in Dark Souls 2, aber man kann es natürlich in jedem anderen auch machen, theoretisch. Ist vielleicht nicht ganz so lustig, je nachdem, wie geradlinig das Ganze ist. Aber gerade Dark Souls 1 und 2, schätze ich, sind dafür sehr gut, weil man da sehr viel Freiraum hat und man selbst entscheiden kann, wo man hingeht und einfach sehr viele Möglichkeiten und auch sehr viele optionale Bosse hat. Denn worum es im Boss Race geht, ist, dass nicht derjenige gewinnt, der als erstes ein spezielles Gebiet erreicht oder das Ende des Spiels erreicht, sondern in einer vorgegebenen Zeit so viele Bosse wie möglich zu töten. Und zwar unterschiedliche Bosse, also Asketenleuchtfeuer zählen nicht. Es müssen schon einzigartige Bosse sein, das heißt, natürlich, wenn man einen extrem langen Zeitraum macht, dann spielt man am Ende doch das ganze Spiel durch und kämpft dann im New Game Plus noch weiter um Bosse, weil im New Game Plus, würde ich dann schon sagen, da geht es dann wieder, weil es ein neuer Playthrough ist. Aber man kann nicht mit Asketenleuchtfeuer einfach die ganze Zeit den Verbannten farmen oder so. Und sich so dann schnell die Punkte machen. Das müssen schon unterschiedliche Bosse sein. Und gerade in Dark Souls 2 hat man da eine Menge Möglichkeiten, wie man recht schnell, man hat einfach eine sehr große Auswahl. Man kann direkt zum letzten Riesen und den Verfolger machen. Man kann aber auch zuerst den alten Drachenreiter bekämpfen. Man kann theoretisch auch sehr früh schon in das Loch gehen und da einfach zum Verbannten rennen, auch wenn das natürlich ein bisschen blöd ist, weil das Loch selber ja keinen Boss hat, sondern dann nur die schwarze Schlucht. Aber wenn man wirklich auf Zack ist, dann kommt man da eigentlich auch relativ schnell durch und der Verbannte, mit guter Vorbereitung ist es jetzt auch nicht der längste Boss aller Zeiten. Ist natürlich schwierig, bis dahin schon ein Damage zu haben, aber das geht, besonders wenn man eine Feuerwaffe hat. Und von da aus öffnet sich das Ganze nur noch viel weiter und ich schätze mal, wir haben es jetzt halt in Dark Souls 2 gespielt, deswegen rede ich jetzt hauptsächlich darüber, aber im ersten sollte es auch sehr gut gehen, weil da hat man auch direkt schon eine große Auswahl, klar, den ersten Boss muss man natürlich machen, aber dann hast du Pinwheel, du kannst einfach weiter in das Schloss gehen und da dann so Capra-Dämon und die ganzen Viecher da machen, Belgargoyles. Du kannst aber auch, wenn du Generalschlüssel hast oder so, einfach direkt nach Schandstadt und da Quelaag machen. Und ja, es gibt einfach super viele Möglichkeiten im Early Game, da Bosse zu machen. Und mit Sif und dem Mondlichtschmetterling hat man dann auch welche, die optional sind und wenn jemand nicht so geübt in diesen Bosskämpfen sein sollte, wovon ich nicht ausgehe, weil ich finde die sehr beide sehr einfach, aber man kann halt diese Bosse auslassen und das ist letztendlich auch der Grund, warum dieses Bossrace so interessant ist, weil es halt so ein asynchrones Verhältnis ist. Der eine macht das, der andere macht das und am Ende geht es dann darum, wer ist einfach am besten in welchen Bosskämpfen. Und wer kann einfach die meisten Bosskämpfe besonders gut? Deswegen Boss Race auf jeden Fall Empfehlung für mich. Ein eher klassisches Rennen hätten wir da noch für Dark Souls 1. Und zwar wisst ihr vielleicht alle, in Dark Souls 1 gibt es den Aschesee. Da gibt es diesen fetten, versteinerten Drachen, der diesen Eid hat. Und der Aschesee ist unglaublich weit weg vom Startpunkt. Du musst erstmal nach Schandstadt kommen, was ohne Generalschüsse bedeutet, du musst erstmal durch die Tiefen irgendwie, und da muss man natürlich auch erst hinkommen. Dann musst du
da durch diese versteckten Wände in das Great Hollow, in die große Leere, da ganz runterlatschen an den ganzen Giftfröschen und Pilzen vorbei und so. Und dann mit den ganzen Aschesee-Rennen mit der Hydra im Nacken. Und erst dann ist man bei diesem Steindrachen. Und hier ist die Challenge. Das Rennen offensichtlich geht bis zum Steindrachen, aber damit nicht genug. Man muss das Rennen auf Soul Level 1 machen. Man darf keine Leuchtfeuer entfachen. Und man muss nicht nur hin, sondern auch wieder zurück. Der Erste, der wieder zurück am Feuerband schreien ist, logischerweise ohne dass er gestorben ist unterwegs, der gewinnt das Rennen. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich glaube, das ist eine ziemliche Challenge. Weil es ist ein weiter Weg. Chanstadt auf Soul Level 1 hat man keine so gute Giftverteidigung. Es reicht keine Fluchverteidigung von den ganzen Fröschen, die später noch eine Rolle spielen. Die Riesenpilze one-hitten einen wahrscheinlich. Also ich meine, die one-hitten ja so einen schon. Und zum großen Finale muss man dann noch der Hydra ausweichen. Das klingt nach einem sehr spaßigen Challenge. Und ich bin mal gespannt, ob wir das jemals machen werden. Vielleicht machen wir das mal auf dem Channel, nachdem Tour des Souls zu Ende ist oder so. Keine Ahnung, aber mich würde das brennend interessieren. Das ist auf jeden Fall eine geile Challenge, die ich euch da ans Herz legen kann. Aber das reicht jetzt auch mal von Dark Souls. Ich habe ja versprochen, mal über was anderes zu reden als nur Dark Souls. Und deswegen geht es jetzt weiter mit Minecraft. Wie kann man in Minecraft irgendwie ein Rennen veranstalten? Das ist eigentlich Schwachsinn in einem Spiel wie Minecraft, wo es eher darum geht, die ganze Zeit zu farmen und nach sein Haus aufzubessern und dann vielleicht mal Vieh ranzuzüchten. Und eigentlich ein so gemütliches Spiel wie Minecraft, da hat ein hektisches Rennen keine Chance, oder? Nicht wirklich. Wie in jedem anderen Spiel hat man auch ein Endziel, was in Minecraft praktischerweise das Ende heißt. The End mit dem Ender Dragon. Das ist natürlich ein Ziel, aber ist ein bisschen weit. Vor allem, weil es dann darum geht, eigentlich wer am meisten Luck hat einen von diesen Toren, von so einem Endertoren am schnellsten irgendwie an den Mann bekommt. Was ihr vielleicht wisst, mit Enderpearls durch die Gegend rennen und hoffen, dass das Ding was findet und hoffen, dass es nah genug dran ist, verbunden ist. Vielleicht nicht ganz so spannend. Deswegen ein paar kürzere Varianten wäre natürlich einmal das Diamond Race. Es geht einfach darum, wer als Erster einen Diamond erwischt. Das ist eine recht kurze Variante, denn wenn man sich null auf Farming und so konzentriert, klar, man muss irgendwie, also es sollte, man sollte irgendwie Essen haben. Das ist natürlich immer gut. Aber letztendlich geht es nur darum, in den nächsten Dungeon zu rushen und so schnell wie möglich nach unten zu kommen, um da irgendwo einen Diamond zu finden. Natürlich muss man irgendwo eine Eisenspitzhacke herbekommen, aber das ist, glaube ich, nicht so das Problem bei diesem Rennen. Ist sehr kurz, sehr schnelles Ding, aber kann man dann auch mal easy so zwischendurch. Man kann auch gerne mal so 9 Stunden streamen und da hast du dann locker so, keine Ahnung, 10, 12 von diesen Dingern. Ich schätze, das ist möglich, je nachdem, wie gut man in Minecraft ist, wie gut der Seed ist und so weiter. Natürlich, Voraussetzung ist, dass alle den gleichen Seed haben. Wobei ich bin eigentlich auch immer ein Freund davon, auch bei Randomizern so andere Seeds zu verwenden. Weil ich finde das sehr interessant. Aber das bin wahrscheinlich nur ich. Wenn man faire Verhältnisse will, dann macht man eben denselben Seed. Und Strip Mining ist verboten. Weil mit Strip Mining ist das einfach langweilig. Das macht keinen Sinn. So, natürlich, wenn man schon nach Diamanten grast und das Ganze einem zu kurz ist, dann kann man das Ganze natürlich noch ein bisschen ausdehnen und sagen, nicht der Erste, der einen Diamant bekommt, gewinnt, sondern der, der als Erster im Nether ist. Oder wenn man es noch weiter machen will, vielleicht im Nether noch irgendwas Bestimmtes erreicht hat. Das weiß ich, einen Blaze Rod erwischt hat oder so irgendwas. Weil dann wird er schon ein bisschen interessanter. Leider hat man dann diese Downtime, in der man nur Obsidian farmt, weil schließlich braucht man das Obsidian, um in den Nether zu kommen. Aber es geht dann erstmal darum, überhaupt genug Diamanten für eine Dia-Hacke zusammenbekommen. Das sind dann nämlich schon drei, das ist schon ein bisschen mehr. Weil es das Ganze sowieso eine längere Angelegenheit ist, muss man sich da vielleicht auch mehr Gedanken darum machen, dass man irgendwie genug Essen hat, damit man nicht die ganze Zeit am Hunger verreckt. Das ist vielleicht gar nicht so schlimm, sofern die Sachen, die man dabei hat, die Dias, die man gesammelt hat, nicht irgendwo in den Tiefen rumliegen, man die schlichtweg nicht mehr wiederfindet. Aber es ist auf jeden Fall nicht verkehrt, irgendwie eine Nahrungsquelle zu haben. Das, glaube ich, ist schon von Vorteil. Denn Sterben kostet Zeit.
Die Frage ist, kostet Essen auftreiben mehr Zeit? Aber gut, das ist dann eine dieser strategischen Fragen, die sich da stellt. Und da sieht man schon, wie viel in diesem Rennen drinstecken kann. Was sich natürlich auch, und das ist wahrscheinlich die Easy-Variante, super für Minecraft anbietet, ist Adventure-Maps. Es gibt super viele Adventure-Maps. Viele davon sind so Jump-and-Run-Style, aber es gibt auch noch ein paar andere. Und da ein Rennen draus zu machen, ist natürlich auch sehr einfach. Wer jetzt erst die Adventure-Map schafft, gewinnt. Easy. Free. Tatsächlich aber das Franchise, wo ich extrem viele Dinge gefunden habe, was man machen kann, was sehr vielseitig ist, ist die Legend of Zelda-Reihe. Es gibt so viel, was man in diesen Spielen für Rennen machen kann. So, ich erwähne jetzt hier gar nicht A Link to the Past im Speziellen, aber da gibt es dann auch so, ich meine, jedes einzelne Item oder so, jeden einzelnen Dungeon kannst du zum Rennen machen. Du kannst auch sowas wie Light World Dungeons machen, wo es nur darum geht, eben Aghanim zu besiegen in der Light World. Und praktisch, wer jetzt erster Dark World erreicht, der gewinnt. Fertig. Das Ganze ein bisschen abzukürzen. Aber es geht nicht immer nur darum, im Spiel voranzukommen. Man kann auch ein paar sehr viel interessantere Dinge machen. So was Ähnliches gibt es in Ocarina of Time natürlich mit Child Dungeons. Möchte ich nur hier mal so erwähnt haben noch. Eigentlich das Gleiche. Wer jetzt erster erwachsen wird, der gewinnt. Aber was, wenn man ein bisschen kreativer sein will? Was, wenn es nicht darum geht, irgendwie die Hälfte des Spiels zu schaffen oder das Spiel gar ganz abzuschließen? Weil das dauert immer seine Zeit. Deswegen habe ich jetzt hier noch ein paar Challenges. Die sind eigentlich alle in etwa gleich, aber doch irgendwie ein bisschen anders. Zum einen haben wir das, was überall funktioniert, und zwar ein Herzteilrennen. Worum geht es? Ganz einfach. Wer in einer bestimmten Zeitvorgabe die meisten Herzteile zusammengesammelt hat, oder vielleicht auch eine bestimmte Menge, wenn man Zeit keinen Faktor machen will. Ja, das funktioniert in jedem Legend of Zelda. Einfach get the quests done. An die Nebenquests fertig los, und wer dann am Ende der Zeit oder eine bestimmte Menge Herzteile gesammelt hat, der gewinnt das Ganze. Da hat man natürlich unendlich viele Möglichkeiten, besonders in sowas wie Majora's Mask, was Nebenquests angeht, sehr offen gestaltet ist und man sehr viel out of order machen kann. Das halt keine feste Vorgabe, keine feste irgendwie Reihenfolge hat oder so. Aber natürlich funktioniert es auch in sehr vielen anderen Legend of Zelda-Teilen, dass man einfach versucht, die meisten Herzteile zu sammeln. Natürlich, Herzteile wohl bemerkt. Das heißt, Herzcontainer muss man sich überlegen, ob das dazu zählt, weil Herzcontainer würde implizieren, dass man die Dungeons macht. Und ich weiß nicht, ob das überhaupt großartig schneller ist. Denn natürlich bei den Herzteilrennen, die Sache ist, man kann es sehr leicht abzählen. Du zählst einfach die Herzen, und wie viele Herzteile du noch übrig hast im Inventar, kann man dir ja immer schön sehen. Und dann hast du deine Anzahl an Herzteilen. Aber wenn du jetzt noch Herzcontainer da drin hast, ist halt die Frage, wie zählst du das? Geht das dann 4 Herzteile, weil du schließlich durch den ganzen Dungeon gequält hast? Oder ist es dann einfach nur ein Bonusherz, was du da hast? Keine Ahnung. Kann jeder für sich selber herausfinden, aber das ist bestimmt eine interessante Sache und funktioniert für absolut jeden Legend of Zelda-Teil, in dem es Herzteile gibt. Und ich glaube, das ist jeder, außer vielleicht Zelda 2, da bin ich mir nicht sicher. Aber selbst da gibt es ja irgendein Äquivalent. So, allerdings gibt es in Legend of Zelda-Teilen nicht nur Herzteile, die man sammeln kann. Es gibt ja noch ein paar andere schöne Dinge. Zum Beispiel gibt es in Ocarina of Time und Majora's Mask auch die Skulltulas. Es gibt so viele von diesen Skulltulas. Ich glaube, 200 waren das. Ich weiß nicht, wie viele es in Majora's Mask sind, aber bestimmt auch nicht wenige. Skulpturen sind über die ganze Welt verstreut. Man muss wissen, wo die Dinger sind. Man muss wissen, wie man die kriegen kann, weil das hilft nichts, wenn ich da oben eine Skulptur mit dem Bogen erschieße und dann komme ich nicht dran, weil ich keinen Enterhaken dabei habe. Deswegen ist das halt auch nochmal eine interessante Sache. Einfach, man muss wissen, wo sind die Skulpturen und wie komme ich an die Dinger dran, wenn ich sie überhaupt gekillt bekomme. Ich muss mir also Gedanken darüber machen, brauche ich einen Bogen, brauche ich die Schleuder, brauche ich Bumerang oder eben den Enterhaken oder so, um die Skulpturen dann einzusammeln. Oder kann ich schon auf dem Weg irgendwie ein paar Skulpturen killen, weil die am Boden sind oder weil die an der Wand sind, wo ich dran klettern kann oder so Sachen. Und das Interessante an dem Skulptura Race ist, zumindest in Ocarina of Time, dass es ja auch in den Dungeons Skulpturen gibt. Das bedeutet, dass die Dungeons dann auch da eine Rolle spielen und man, anders als beim Herzteilrennen, da nicht Leerlauf hat, wo man eigentlich nur versucht, so schnell wie möglich durch den Dungeon zu kommen, um eben diesen Herzcontainer am Ende abzugreifen, sondern muss halt auch in dem Dungeon selber sich Gedanken drüber machen, wo sind die Skulpturas und wie kriege ich die, und das möglichst schnell. Deswegen, Skulptura Race
Also natürlich das Ganze, was ich aufzähle, ist für Randomizer natürlich auch mega interessant. Gerade diese Races, wo es darum geht, jetzt hier so Herzteile oder sowas zu bekommen, weil die natürlich randomized sein können. Und das macht das Ganze dann natürlich noch mal ein bisschen trickier, die Sachen dann zu bekommen. Und für Skulltulas geht das übrigens auch. Man kann zwar nicht die Skulltulas selber randomisen, aber man kann die Gold Tokens randomisen. Nur dann wird das Ganze ein bisschen sehr, ja. Weil, wenn man die randomisiert, müssen die Skulltulas auch randomisiert sein. Und, dann gibt es sau viele Locations, die man checken muss. Und, dann zu sagen, wer jetzt erst der 100 hat, das kann lang dauern. Das kann lang dauern. Deswegen, falls ihr sowas macht, setzt euch lieber ein Zeitziel. Das ist, glaube ich, für alle besser. So, in Twilight Princess, einem meiner Lieblings-Zelda-Teile, da gibt es zwar keine Skulltulas, aber natürlich gibt es auch da Herzteile. Aber was es in Twilight Princess ebenfalls gibt, sind die Geisterseelen. Da gibt es ja 40 Geister, die man nur als Wolfling sich schnappen kann, weil nur Wolfling die aufspüren kann. Und das ist natürlich recht mühsam, weil das Rennen kann man erst starten, nachdem man sich frei zu Wolfling verwandeln kann. Und das dauert echt lange. Aber das ist bestimmt auch, ich weiß nicht, wenn man einfach einen Spielstand vorbereitet oder so, der halt mit praktisch Master Sword startet. Oder vielleicht auch für Speedrunner, die halt sowieso super schnell an diesen Punkt gelangen. Da ist ein Geisterrennen vielleicht interessant, weil auch da gilt, es gibt 40 von den Dingern, die sind quer über ganz Hyrule verteilt und du musst wissen, wo die sind. Da ist es nicht ganz so wichtig, eben zu wissen, wie man die Seelen bekommt, weil Wolfling hat alles, was man braucht, er hat das Gespür, man hat dieses, kann die angreifen, er kann denen die Seele rausreißen, alles easy. Man muss nur halt die Dinger finden und wissen, wo die sind. Ist vielleicht nicht für jedermann, weil wie gesagt, die Vorbereitung ist einfach extrem lange und ist mega aufwendig. Aber ist vielleicht noch eine Option, die ich euch mit auf den Weg geben will. Natürlich gibt es noch super viele andere Möglichkeiten, um interessante Rennen zu stricken. Ich habe jetzt nur mal meine ein paar Dinge genannt, auf die ich persönlich gekommen bin oder die ich vielleicht auch schon mal irgendwo gesehen habe und die ich selber gerne mal ausprobieren würde, vielleicht hier auf dem Channel, wenn sich die Möglichkeit ergibt. Jetzt gerade sind wir mit Tour de Souls noch etwas eingespannt und ihr wisst ja, wie langsam das vorangeht. Deswegen kann was dauern, aber ich würde das einfach super gerne mal ausprobieren. Alles Randomizer-freundlich, kann man damit noch mal ein bisschen würzen, sag ich mal. Und ja, ich würde sagen, jetzt habt ihr so in etwa so die Denke, die Herangehensweise mitbekommen. Ein paar Dinge, die ihr ausprobieren könnt. Und jetzt geht raus da, schnappt euch eure Freunde und macht einfach ein paar Rennen. So, das war erstmal alles für diese Episode. In der nächsten Episode weiß ich noch nicht, was wir da genau machen werden, aber ich habe noch genug andere Ideen, die ich hier breitreten kann. Und ansonsten schreibt einfach in die Kommentare, was ihr so gefunden habt, was ihr vielleicht mal ausprobiert habt. Und dann werde ich das ebenfalls in einer Episode MindMod mal diskutieren, da wo es thematisch reinpasst. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.